Tja, das Kino lehrt ja leider nur zu. Wie du meinen neuen Film trotzdem sehen kannst, wie du an die Original-Master-Datei kommst, um bestmögliche Bild- und Tonqualität zu genießen und natürlich die einzige Wahrheit über Covid-19 erfährst du exklusiv in meiner Premieren-Show. Alles, was du dafür tun musst, ist eine halbe Stunde mein blödes Geschwätz aushalten. Also, nimmst du die Challenge an? Dann bleib dran! So, wie riecht das? Was hat das von wem vor hier? Ich weiß nicht, habt ihr mich gerade verstanden überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Also, ich begrüße euch jetzt erst einmal hier zur Premierenshow von Auf den Spuren des Schweizer Messers. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich nervt am meisten an der Pandemie ja diese scheiß Maskentragerei. Also, gerade wenn man jetzt bloß einmal schön zum Einkaufen fährt oder so. Also wenigstens für die Motorräder hätte man ja irgendeine Ausnahme regeln können, aber naja. Es ist halt, wie es ist. Und normal ist zurzeit irgendwie ja eh überhaupt gar nichts. Also wenn irgendwas normal wäre, dann würde ich jetzt nicht hier hocken, sondern im Kinole in Weilheim an der Tech. Aber es geht jetzt halt gerade mal nicht. Kann ich nichts dran machen, aber dafür habe ich wenigstens geschaut, dass ich es mir hier ein bisschen gemütlich mache. Also das, was wir halt auch immer im Kinole haben. Ja. Ja, das müssen wir jetzt aber als Werbung kennzeichnen, weil das Etikett im Bild zu sehen war. Werbung? Wieso Werbung? Ihr habt das Bier doch selber zahlt. Ich trink's halt, weil mir's schmeckt. Naja gut, dann müssen wir es halt irgendwie anders kennzeichnen. Wie wär's denn damit? Dauersendung mit gelegentlicher, unterstützungsfreier Produktplatzierung. Ja, können wir so machen. Habt das okay von unserer Rechtsabteilung gekriegt? Na Gott sei Dank haben wir das jetzt geklärt. Kinole, da waren wir stehen geblieben. Tät ich jetzt im Kinole sitzen, tät neben mir auch noch ein Klavier stehen und da tät auch noch ein Klavierspieler davor sitzen, den ich nämlich extra für den Premiereabend engagiert habe. Ja, jetzt geht das Ganze aber nicht und ich habe aber keine Kosten und Mühen gescheut, eine Live-Schalte in Saarland einrichten zu lassen. Sind wir mal gespannt, ob das mit der Klavierkonzertübertragung da jetzt funktioniert. Hallo? Hallo Blieskastel? Kupi, kannst du mich hören? Hallo? Scheinbar kann er mich nicht hören und ich habe auch nicht den Eindruck, dass der da vor einem Klavier gerade sitzt. Ja, da klappt irgendwas noch nicht. Machen wir halt so lange mal mit was anderem weiter. Ja. Tja, was nutzt die moderne Technik, wenn es dann doch nicht funktioniert? Videokonferenzen sind ja jetzt ganz groß in Mode gekommen. Und sowieso Homeoffice und diese ganze Tralala und so. Natürlich wegen Corona, ist schon klar. Trotzdem gibt es noch genug Chefs, die das gar nicht wollen. Die sind da irgendwie skeptisch oder so. Die glauben, Mitarbeiter würden daheim irgendwie weniger arbeiten oder wären weniger produktiv. Was skeptische Chefs glauben, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice den ganzen Tag so tun. Was hingegen Paketzusteller erwarten, wenn man selbst daheim ein Paket erwartet. Teilnehmer bitte zur Startposition. Auf die Plätze. Fertig.
was Lieferanten erwarten, wenn sie im Homeoffice anrufen? Kowalski? Ah, Herr Müller. Gut, dass Sie anrufen. Ich hatte sowieso gerade nichts Wichtiges zu tun. Und da ich eh mal wieder Geld ausgeben wollte, können wir ja gleich einen Vertrag abschließen. Also mein Budget wäre 2000 Euro. Und an was haben Sie denn gedacht, dass Sie mir verkaufen können? Was Kunden denken, wenn sie den Angerufenen nicht beim allerersten Versuch an die Leitung kriegen? Wirklichkeit aussieht. Ich schicke es jetzt gleich los, dann haben sie es nämlich morgen. Dazu muss ich mich aber beeilen, die Post macht in 5 Minuten zu. Ich schicke das dann als Paket. Gut, alles klar, danke, tschüss. Aber jetzt genug von der Arbeit geredet. Wir wollen ja uns einen Film anschauen. Und auch hier in meinem Heimkinole oder Heimstudio hat sich auch schon Publikum versammelt. Vielleicht kann ja die Regie mal hier auf die Kamera umschalten. Dann kann ich hier ja mal aufs Sofa zeigen. Ja, genau. Das sind natürlich alles Haushaltsangehörige, ist klar. Und den notwendigen Sicherheitsabstand, so wie es sich gehört, halten die natürlich auch ein. Und jetzt wird es auch mal hier Zeit. Kannst du mal aufhören, die ganzen Requisiten aufzufressen? Naja, wenn du es nicht lassen kannst, dann versuchen wir halt unser Glück nochmal mit der nächsten Live-Schalte in Saarland. Covid-19-Pandemie, stay at home, haben sie gesagt. Kannst du gerade die Blume gießen, hat meine Frau gesagt. Das mit den Live-Schalten scheint ja auch super zu funktionieren. Also, naja. Oh, apropos Bier trinken. Ich meine, trotz diesem ganzen scheiß Corona-Kack und so weiter, immerhin ist es ja jetzt schon wieder möglich, dass wir unseren Stammtisch wieder abhalten. Wenn natürlich auch mit allen Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsabstand und so weiter. Und was habt ihr am Wochenende so gemacht? Oh, am Rolli rumgespielt. Na ja, dann Prost. Oh, eine
jetzt aber irgendwie im Freien hocken wäre auch nicht schlecht. Mir ist brutal warm wie die Sau hier im Studio. Das ist von den ganzen Scheinwerfern und so. Leck mich. Durst. Das Rockabilly ist echt auch nicht schlecht von der Braurevolution. Ja. Oh, war das jetzt wieder irgendwie Werbung oder so? Naja. Machst da halt wieder so komische Einblendung. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, die da durchs Netz geistern. Also was mich daran am meisten aufregt, ist, dass man solche Hirngespinste überhaupt als Theorie bezeichnet. Das hat doch mit Theorie nichts zu tun. Bill Gates, Chemtrails, neue Weltordnung, Windräder dienen als Impfventilatoren. So ein Schwachsinn. Echt, also von mir erfahrt er jetzt die einzige Wahrheit über Covid-19 und dieses Coronavirus. Man muss bloß einfach mal ein bisschen nachdenken und genau hinsehen und schon ist alles klar. Das ist ganz einfach, nur das hat bisher noch niemand gemacht, außer ich, und deswegen erkläre ich es euch. Schauen wir mal hin. Ja? Wird jetzt einiges klar, oder? Das sieht man doch sofort. Immer noch nicht klar. Wacht endlich auf! Also, dann versuchen wir es mal mit damit. Also, das obere ist die Bezeichnung der aktuellen Prozessorgeneration eines Herstellers, den ich jetzt nicht nennen darf, weil sonst kriegt man ja hier wieder sowas mit Bewerbung und so weiter. Und das unten ist die Bezeichnung hier für diese Krankheit. Ja, fällt da was auf, so von der Ähnlichkeit? Hey, das ist ja eigentlich offensichtlich. Immer noch nicht. Wacht endlich auf! Das ist die Antwort. SimCity 4. Klar? Immer noch nicht. Also, Virenschleudern. Was sind denn die Virenschleudern? Eure WLAN-Netze sind Virenschleudern. Überall werden ja hier die Viren über das WLAN-Netz verbreitet. Und wer ist schuld? Die Einwohner von SimCity, die Sims. Also, wer keine Ahnung hat, was SimCity überhaupt ist, erkläre ich das vielleicht kurz mal. Das ist so ein Simulationsspiel. Da ist man als Spieler der Bürgermeister einer Stadt, SimCity. Die Einwohner heißen Sims. Und als Bürgermeister hat man halt die Aufgabe, die Stadt zu planen. Man muss da Baugebiete ausweisen und dann ziehen da Leute hin. Dann verstopfen die Straßen, dann muss man U-Bahnen bauen und solche Dinge. Und wenn man ein bisschen intelligentere Einwohner haben will, dann muss man auch Universitäten bauen und Schulen. Und das alles wirkt sich auf die Zufriedenheit aus. Und wenn man da als Bürgermeister schlecht ist, dann entstehen halt lauter Slums und die Einwohnerzahlen gehen zurück und dementsprechend auch die Einnahmen in der Stadtkasse und so weiter. Und dann ist man halt irgendwann pleite. So, ich habe das früher auch mal gespielt und war da auch sehr erfolgreich. Und das heißt, ich hatte da sehr intelligente Sims. Und ich habe das beobachten können. Hier von wegen Windräder sind Impfventilatoren. Da baut man auch Windräder natürlich zur Energiegewinnung. Die Sims haben irgendwann mal beschlossen, die Weltherrschaft zu erlangen. Und haben sich da jetzt abgesprochen. Und alle Computer, die jemals, auf denen jemals dieses Spiel gespielt worden ist, die sind jetzt infiziert. Letztendlich geht es um die Weltherrschaft der künstlichen Intelligenz. Wir alle sind schon Sklaven, ohne es zu merken. Wir datteln alle auf unseren Handys rum. Wir folgen blind den Anweisungen unserer Navigationssysteme und fahren geradeaus ins Wasser. Ja, und nicht zu vergessen diese ganzen Zwangsupdates. Dadurch wird auch jeder Computer, auf dem noch nie das Spiel gespielt worden ist, zur Virenschleuder über die WLANs. Das ist die ganze Wahrheit hinter Coronavirus und Ja, das ist ja alles schön und gut. Jetzt haben jetzt aber schon einige Zuschauer angerufen und sich beschwert, weil sie noch gar nichts über den Film erfahren haben, der heute gefeiert wird. Jetzt komm mal zur Sache. Also gut, dann verrate ich euch jetzt halt als erstes mal den Schluss vom Film. Macht das nicht. Spoilern nennt man das. Ist mir scheißegal, wie man das nennt.
Ich kann auf jeden Fall euch den Schluss trotzdem verraten, weil der Film hat nämlich gar keinen. Also keine Angst, der ist jetzt nach 90 Minuten schon vorbei, aber der hat keinen Schluss im Sinne einer dramaturgischen Erzählung mit Spannungskurve und Auflösung von Konflikten am Schluss und keine Ahnung, wie man das auf der Filmschule lernt. Ich habe den ganzen Scheiß ja nicht gelernt. Ich habe ja keine Ahnung davon. Deswegen gibt es das natürlich bei Kowalskis Filmen nicht. Sondern meine Filme, die folgen natürlich konsequent dem Prinzip, dass Kowalskis Reisen schlicht umsonst sind und dass er sich eigentlich auch hätte sparen können. Wir spielen jetzt mal schnell den Trailer ein, damit man eine Vorstellung hat, worüber du überhaupt redest. Zu den wohl bedeutsamsten Erfindungen des 19. Jahrhunderts gehört zweifelsfrei auch das Schweizer Messer. Doch wie gut eignet sich das Schweizer Messer für die Campingküche? Wie hilfreich ist der Alleskönner in der digitalen Neuzeit? Und überhaupt, wer hat's eigentlich erfunden? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, reiste ich in die Schweiz. Hey Marvin! An welches Ziel möchten Sie reisen? Aare-Schlucht. Zeig mir ein paar mehr die Sträßle dahin. Nichts lieber als das. Mit dem letzten Update wurde auch eine intelligente Sprachassistentin installiert. Meine GS hörte fortan auf den Namen Gisela. Selbstprüfung der Fahrzeugsoftware erfolgreich beendet. Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen. Um einer Fehlbedienung durch den Kunden vorzubeugen, war der Motorstart auf herkömmliche Weise natürlich nicht mehr möglich. Seit dem jüngsten Software-Update funktionierte der Start meiner GS nur noch über Sprachbefehle. Hey Gisela! Wie kann ich behilflich sein? Motorstart. Mit Vergnügen. Pre-Ride-Check wird ausgeführt. Pre-Ride-Check mit Fehler abgebrochen. Das Triebwerk kann zu Ihrer eigenen Sicherheit leider nicht hochgefahren werden. Unter dem Stichwort Gipfelmoschen lieferte mein Reiseführer sehr interessante Informationen. Zitat: Das Gipfelmoschen ist eine sportliche Variante des Headbangens, das von Heavy-Metal-Fans ansonsten vor allem auf Konzerten praktiziert wird. So, wie sieht es eigentlich aus mit der nächsten Live-Schalte? Können wir da mal wieder was machen oder klappt das auch nicht wegen dieser ganzen hier technischen Virenbelastung oder was? Ah, da tut die sich was. Die Live-Schalte in die Garage zu deiner GS steht jetzt. Okay, Garage klingt gut, ja. Das ist aber nicht meine GS. Ach, das wäre doch gar keinem aufgefallen. Ich habe keine so eine Boxercar, das muss die falsche Garage sein. Oh Mann, echt. Na gut, falsche Leitung erwischt. Aber jetzt müsst's passen. Einmal mit Profis arbeiten. Ah, das ist meine GS. Hallo Gisela, kannst du mich hören? Hallo? Hey Gisela. Also ich krieg von Gisela einen Fehlercode 19 angezeigt. Request Timeout Error. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres, aber vielleicht ist das System ja auch nur im Ruhezustand. Es ist doch alles ein Klump, Blitz. Also dann doch lieber zurück zum Film. Um was geht's denn in dem Film überhaupt? Also das ist eigentlich ganz kurz gesagt. Es geht um die Weltherrschaft der künstlichen Intelligenz. Ah, kommt uns da irgendwas bekannt vor von dem, was ich da vor ein paar Minuten erzählt habe?
Tja, wer hätte es gedacht, dass ich vor 2-3 Jahren, als ich die Idee zu dem Film hatte, die Zukunft so vorhersehen konnte. Aber so schließen sich die Kreise. Dass wir Sklaven sind von diesen ganzen elektronischen Helfern, die uns nützen sollen und die ja angeblich intelligent sind, das ist doch schon längst Realität. Und natürlich hatte ich deswegen die Idee schon vor ein paar Jahren, das ist ja jetzt kein Zufall, was ich damals natürlich noch nicht wissen konnte, dass das mit der Weltherrschaft der künstlichen Intelligenz so überhand nimmt, dass die jetzt da überall ihre Viren verbreiten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das hat ja jetzt mit dem Film nichts mehr zu tun. In dem Film geht es letztendlich wirklich um die Abhängigkeit von dieser Elektronik. Also streng genommen geht es ja noch nicht einmal darum, sondern letztendlich um ein Landschaftserlebnis bei einer Reise durch die Schweizer Alpen. Das spricht ja eigentlich schon Geschichten für sich. Aber es war mir dann halt doch zu langweilig, also habe ich da halt mir noch eine Geschichte dazu einfallen lassen. Und da ich mein analoges Multifunktionswerkzeug, mein Schweizer Messer, immer auf Reisen dabei habe, und ich dann auch noch in die Schweiz reise, lag natürlich nahe, genau das zu thematisieren und da eine Geschichte draus zu machen, wie ich mich auf die Spurensuche nach den Ursprüngen dieses tollen Alleskönners begebe. Ja, und dabei stoße ich dann halt an meine Grenzen oder an die Widerstände der künstlichen Intelligenz, die mich fest im Griff hat, so will dann irgendwann halt mein Motorrad nimmer und ich muss mir alternative Verkehrsmittel suchen. Ja, das ist so grob umschrieben, die Geschichte. Ja, natürlich habe ich da so allerhand erlebt in der Schweiz, das kann man sich ja vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal in der Schweiz wart, aber das ist ja alles gigantisch da. Du kannst ja alles Mögliche da unternehmen. Du hast Hörst überall, du wo du hinkommst, geile Berge um Herr dich. Herr Kowalski! Was? Ach, Kinder, ich kann so nicht arbeiten. Kannst du mich hören? Also ich höre dich. Nein! Jetzt höre ich dich. Ja, prima. Ja, hier bin ich. Schön, dass das klappt. Guten Abend. Ja, auch einen schönen guten Abend nach Blieskastel. Bist du denn bereit, uns ein Klavierkonzert zu spielen? Hörst du mich? Hallo? Kupilot? Hallo? Ja, da bin ich. Hallo. Ja, hallo. Hier ist der Heiner Kowalski. Hallo, grüß dich. Da bin ich. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ach, ist doch eine Scheiße jetzt, oder? Wir blenden jetzt mal den Download-Link ein. Kannst du mal was dazu erzählen? Ach ja, genau. Ich wollte euch ja erzählen, wo ihr den Film runterladen könnt, damit ihr den wirklich in maximaler Auflösung anschauen könnt. Den verlinke ich auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da direkt draufklicken. Das ist also eine Datei, die hat, glaube ich, 25 oder 30 Gigabyte. Wenn ihr euch die jetzt runterladet, dann fangt jetzt am besten schon mal an, weil nämlich, das wird ja eine Weile dauern, es sei denn, man wohnt in der Schweiz und hat Glasfaseranschluss, aber das können wir ja hier bei uns in Deutschland davon nur träumen. Dann könnt ihr schon mal die Datei runterladen, die hat übrigens, also ist in Full-HD-Auflösung mit 50 Bildern pro Sekunde. Das bedeutet, dass ihr eure Wiedergabegeräte, Fernseher, Beamer, was auch immer auf diese Bildfrequenz einstellen solltet, damit ihr auch ein schönes, flüssiges Bild nachher habt. Weil, wenn ihr jetzt das mit 60 Bildern pro Sekunde laufen lasst, ja, dann fehlen eben pro Sekunde 10 Bilder. Und was macht dann euer Wiedergabegerät? Das fügt eben jedes sechste Bild ein, indem das verdoppelt und dann kann es halt passieren, dass das nicht mehr ganz so flüssig läuft. Also, das mal so als Tipp. Wer jetzt auf die Bildqualität keinen so großen Wert legt oder einfach den bequemen Weg sucht, kann sich natürlich auch den Film auf YouTube anschauen. Das zeige ich jetzt gerade mal, wo ihr den Film findet. Unter kowalskifilm.de, Projekte und Filme. Hier befindet sich auch bisher schon ein Link zum Trailer und da wird ein zweiter Link hinzukommen, der direkt zur Filmwiedergabe auf YouTube führt. Oder man geht einfach über youtube.de/kowalskifilm. Dann Videos
Und spätestens nach der Premiere-Show wird hier auch ein Video erscheinen, auf den Spuren des Schweizer Messers, der Film. Hier jetzt auch noch einen Qualitätstipp. Standardmäßig wird hier eingestellt sein, Qualität automatisch. In Zeiten von Corona sind die Streaming-Angebote von Netflix, YouTube und wie sie nicht alle heißen, Amazon Prime, stärker genutzt worden als je zuvor. Deswegen haben diese Anbieter freiwillig die Qualität gedrosselt. Ich weiß nicht mehr, wie der aktuelle Stand ist bei YouTube. Es könnte jetzt aber sein, wenn das auf automatisch steht und obwohl hier maximale Auflösung angezeigt wird, dass in Wirklichkeit die Wiedergabe in einer reduzierten Qualität erfolgt. Deswegen meine Empfehlung, bevor es richtig losgeht, von automatisch hier auf die höchste Auflösung 1080p mit 50 Bildern pro Sekunde umzuschalten und dann auf Vollbild und dann kann es losgehen. So, ich zeige euch jetzt auch noch mal schnell in der Systemsteuerung, hier am Beispiel vom Mac, wo man diese Bildschirmfrequenz einstellen kann, die 50 Bilder pro Sekunde. Ich habe jetzt hier in dem Beispiel zwei Bildschirme, den Hauptbildschirm und mein Fernseher, über den die Videoausgabe läuft, und den will ich anpassen. Und wenn ich hier die Auflösung auf skaliert einstelle, 1080 Zeilen progressiv, kann ich hier unten auch die Bildschirmfrequenz auswählen und da wähle ich eben 50 Hertz. Neben der Bildqualität ist natürlich auch die Tonqualität mindestens genauso wichtig. Deswegen ein Hinweis an alle Heimkino-Nutzer, die so Surround, Firlefanz, Dolby, DTS, keine Ahnung was Anlage haben. Der Film ist in Stereo produziert, also nichts mit 5 oder 7 Punkt irgendwas. Reiner Stereoton 2.0. Also stell deine Anlage in den Stereo-Modus, damit auch Center-Lautsprecher und Subwoofer mit angesteuert werden oder halt irgendein entsprechender anderer Modus. Zum guten Filmton gehört natürlich auch gute Filmmusik. Auch da war ich wieder ziemlich beschäftigt, mir da Sachen zusammenzusuchen. Ich bin da zum Teil fündig geworden im Internet und habe da frei verfügbare Creative Commons Musik nutzen können. Aber manchmal komme ich mit der Musik... Bist jetzt wieder da? Also. Aber manchmal kommt man mit der Musik von der Stange halt nicht zurecht und dann muss man was selber produzieren. Genau das habe ich gemacht. Letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember 2019, war ich im Saarland in den Blieskastel Studios und habe mit dem Kupilot zusammen die Klaviermusik eingespielt. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir das jetzt da mit dem Klavierkonzert irgendwie noch da hinkriegen mit der Live-Übertragung. Regie, wie sieht's denn im Moment aus? Ja, müsste gleich klappen. Ah, das klappt ja. Das ist ja wunderbar. Nicht schlecht. Thank you.
Sehr schön. Live-Schalte nach Mannheim steht zum Interview. Mannheim? Wer ist der Typ auf dem Sofa? Keine Ahnung, irgendein Philosoph. Ohne Bücherregal im Hintergrund. Der hat als Kameramann in der Fehrenbacher Schweiz für dich gearbeitet. Sollte man bloß noch wissen, wie der heißt. Dieter, das Interview. Was? Oh, ich glaube, der heißt Dieter oder so. Zwischendurch mal was Ernstes. Wärst du heute oder an einem der anderen abgesagten Termine ins Kinole gekommen und hättest da meinen Film angeschaut, dann täte es mich wahnsinnig freuen, wenn du das Geld, was du dort ausgegeben hättest, ans Kinole spenden würdest. Natürlich alles freiwillig und ohne moralische Verpflichtung. Natürlich ist auch das Kinole von Einnahmeausfällen durch die Schließung wegen Corona betroffen. Das Kinole wird von einem gemeinnützigen Verein betrieben, 3KW. Die 3K stehen für Kino, Kunst und Kultur und W für Weilheim an der Tech. Das Kinole schreibt selber, dass sie davon ausgehen, dass bis mindestens zur Sommerpause keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden können. Auf den Internetseiten www.3kw.de kann man sich über den Verein informieren. Unter dem Menüpunkt Kino kann man sich über die Geschichte des Vereins informieren. Mit Bildern und kleinen Texten, wie die ganze Idee entstanden ist und wie nach und nach ein Kinole daraus entstand. Wenn man etwas weiter runter scrollt, findet man die Bankverbindungen, auf die man spenden kann. Hello, Mr. Scorsese. It's very schmeichelhaft that you interviewing me. I'm a very... großer Fan von your films. Hallo, kannst du mich but hören? I don't really verstehe, warum you are interviewing me. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Dein Interviewpartner heißt Rainer Kowalski. Ach, das ist gar nicht der Scorsese, das ist der Kowalski. In der Premiere vor dem Schweizer Meister Kowalski. Depp, der mich in seinem Kurzfilm als narzisstisch dargestellt hat. Alter, wer ist der Typ? Du bist so ein schräger Vogel. Das war die Szene in Thüringen, als dich deine Freunde am Stehen lassen. Ah, jetzt weiß ich wieder. Stimmt. Der hat sich doch da so aufgespielt, als wäre er selber der Regisseur. Ja, aber als Kameramann hat er einen wirklich guten Job gemacht. Ja, guten Abend, Herr Philosoph. Schön, dass das mit der Live-Schalte jetzt endlich klappt. Oh, hallo, Herr Kowalski. Es ist mir eine Freude, Ihnen ein Interview zu geben. Wie haben Sie denn die Dreharbeiten in der Fehrenbacher Schweiz erlebt? Das war da, wo Sie mich dargestellt haben, in dem Kurzfilm, den Sie da draus gemacht haben, als geltungssüchtig und in den Vordergrund... Ja, das war ja der Kurzfilm, in dem es ja was ganz anderes ging. Das ist schon... sehr dreist, mich dazu jetzt auch nochmal zu fragen. Also, von daher konnte ich das durch meine Professionalität natürlich ausgleichen. Ja, ja. Und habe Ihnen ja wohl hervorragendes Material gegeben. Natürlich. Wir zeigen mal einen kurzen Einspieler. Durch das Beisteuern nützlicher Ratschläge versucht dieses Exemplar, sich trotz Unterordnung einen bedeutungsvollen Rang und damit Aufmerksamkeit innerhalb des Rudels zu verschaffen. Könnte dein Zweitgimbal werden. Passt auch gut fürs iPhone. Ich nehme auch die Regieanweisung mit. Alles. Ja, ja, klar, damit es dokumentiert ist, ob es auch hinterher so genau, ja. Wie der Regisseur das angewiesen hat. Wir wollen heute über das Schweizer Messerfilmprojekt reden. Glauben Sie denn, dass das Thema künstliche Intelligenz den Zuschauer überfordern könnte? Das denke ich nicht. Vielmehr sollte man an so einer Stelle künstlerisch über das eigentliche Ziel hinausblicken und dadurch natürlich eine viel größere Tiefe erreichen und damit den Zuschauer wieder abholen. Können wir nicht mal dieses bescheuerte Sie sein lassen und Du sagen? Okay. Na Gott sei Dank. Du gehörst ja zu den wenigen Leuten, die vorab schon mal ein paar Ausschnitte aus dem Film sehen konnten. Ja. Wie hast du denn die Ausschnitte erlebt? Oh ja. Also, Heinz-Filme haben immer so eine ganz spezielle
Art. Das Ganze geht so ein bisschen in Richtung Monty Python, aber deutlich trockener, also trockener Monty Python. Dabei gibt es dann auch noch immer extra Reiseinfos. Man darf zugucken, wie der Hein sich sein Essen macht und auch einverleibt. Das Top-Ergebnis im Internet sagt dazu Folgendes. Okay, und jetzt schwätzt Google dabei mit. Wir haben die Sendezeit schon maßlos überzogen. Wir müssen mal gucken, wer zum Ende kommt. Über die Charaktere, die in dem Film eine Rolle spielen, will ich auch noch ein bisschen... Entschuldigung, ein bisschen was erzählen. Ganz trockenen Hals. Und das ist auch schon wieder leer. Mensch. Das sieht schon besser aus. Wohlsein. Also, zu den Charaktere. Marvin wird denjenigen noch ein Begriff sein, die meinen letzten Film gesehen haben, nicht per Anhalter durch Großbritannien. Marvin war der Name meines Navigationsgeräts mit künstlicher Intelligenz. In dem damaligen Film hatte Marvin leider starke Depressionen. Wir können ja hier gerade noch mal schnell einen Filmausschnitt zeigen. Meinetwegen biegen Sie hier rechts ab. Auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Es war Marvins Aufgabe, mir den Weg zu weisen. Marvin war eines dieser modernen Navigationsgeräte, die fühlen und denken können wie ein Mensch. Zum Glück konnte ich mir vor der Schweizreise ein Software-Update aufspielen, was diese Depressionen geheilt hat. Aber so richtig in Ordnung schien er auch noch nicht gewesen zu sein. Also so ein richtiger Spaß war es nicht. Nach der Reise musste ich mich auch endgültig von ihm trennen, weil er das Week, GPS, Rollover, weiß nicht was, Wochenupdate nicht überlebt hat und nur noch orientierungslos in der Gegend umhergeirrt war. Dann haben wir Gisela, haben wir vorher schon mal gehört. Gisela ist die Sprachassistentin meiner GS. Auch intelligent natürlich, die smarte Assistentin. Heidi. Heidi ist auch eine Sprachassistentin, aber nicht der GS oder des Navis, sondern des Reiseführers. Ich habe denselben Reiseführer benutzt wie im letzten Film, in Nicht per Anhalter durch Großbritannien. Der Reiseführer heißt per Anhalter durch Großbritannien. Aber es gab dafür ein Schweiz-Add-on. Und mit diesem Schweiz-Add-on ist die Sprachassistentin Heidi mit draufgekommen. Und irgendwann haben die drei auch noch angefangen, sich untereinander zu unterhalten und dann wird es richtig kompliziert. Aber mehr will ich jetzt noch gar nicht verraten. Das sieht man nachher im Film. Die Namen sind übrigens keine willkürlich gewählten Namen. Das sind sogenannte Akronyme. Sogar der Spezialfall des sogenannten Apronyms. Was diese Akronyme, diese Abkürzungen bedeuten, seht ihr im Abspann des Films oder genauer gesagt nach dem Abspann. Arthouse-Film steht auf der Ankündigung, ich werde es vielleicht noch abändern auf Arthouse-Reisefilm. Das trifft es noch ein bisschen besser. Was ist eigentlich ein Arthouse-Film? Ich habe mir hier eine Definition aus dem Internet ausgedruckt. Ja, was heißt eine Definition? HD Austria, was zeichnet einen Arthouse-Film aus, da hat sich wohl schon mal jemand Gedanken drüber gemacht. Und die schreiben hier, der Begriff Arthouse bezeichnet Filme, die außerhalb der großen Studios mit geringem Budget, ja, Hammer, und ohne große Spezialeffekte, ja, gedreht werden. Auf bekannte Schauspieler und PR-Arbeit wird in der Regel verzichtet. Ja, trifft zu. Diese Filme laufen dann auch nicht in den großen Kinos, ja, trifft erst recht zu, sondern in kleineren Programmkinos. Ja, und das nicht einmal das, weil wir haben ja Corona. Aber im kleinen Kinole wäre es sonst ja gelaufen und läuft vielleicht ja irgendwann noch.
Arthouse-Filme unterscheiden sich von Blockbustern auch durch unkonventionelle Erzählstrukturen, innovative Ideen und die Fokussierung auf komplexe Dialoge und starke Charaktere. Gut, das mit den komplexen Dialogen vielleicht eher nett. Innovative Ideen, gut, das liegt vielleicht im Auge des Betrachters. Unkonventionelle Erzählstrukturen ganz sicherlich, ja. Außergewöhnliche Bildsprache und ungewöhnliche Ästhetik wird vermutlich zutreffen, unterstreichen diesen Anspruch. Demzufolge liegt der Schwerpunkt eines Arthouse-Films auch nicht auf Unterhaltung, doch bei mir schon, sondern vielmehr in der Behandlung gesellschaftlicher und philosophischer Fragen. Gut, da sind wir dann auch schon wieder eher dabei. Mein letzter Film, da ging es ja um ganz große philosophische Fragen, um die Suche nach dem Sinn des Lebens und auf die Antwort, die ultimative Antwort auf die Frage aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest und so. Und hier, naja, der Film beschäftigt sich mit der hochphilosophischen Frage, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Weiter heißt es hier, häufig sind Arthouse-Filme auch sogenannte Autorenfilme. Das heißt, sie sind von einer einzelnen Person maßgeblich geprägt. Ja, ich glaube, das kann ich schon irgendwie so unterschreiben. Ja, und ich habe mir da natürlich ein eigenes künstlerisches Rezept geschaffen. Wer das übrigens nachbacken will, ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Ich lese es aber auch mal vor. Zum Gesamtkunstwerk gehören 500 Gramm Reisedoku, 400 Milliliter musikalischer Soundtrack, 100 Gramm Komödie, 3 Eier, 1 Teelöffel Science Fiction und zum Garnieren etwas Bierschaum. Das Ganze vermengen wir in der Stilform der Ich-Erzählung und backen es bei 200 Grad ungefähr 2 Jahre im Ofen. Ja, und die Moral von der ganzen Geschichte: benutzt analoge Werkzeuge, die funktionieren wenigstens. Klassische Reiseführer in Papierform, die klassische Straßenkarte und natürlich das Schweizer Messer. Jetzt genug gelabert, viel Spaß mit dem Film. Gleich geht's los. Also gut, wenn euch die Show gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal.